und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video. Ha, ihr seht's, ich habe meine Stadtkleidung an, ja. Ich bin wieder in Deutschland, also schon lange wieder, aber für euch ist das jetzt das erste Video aus Deutschland. Und genau, die Italien-Tour ist jetzt schon, muss ich überlegen, 3 Wochen her oder so, 4 Wochen her. Also ich bin schon ein ganzes Stück wieder daheim. Da habe ich euch die ganze Zeit schön die Videos geschnippelt. Ich hoffe, ihr habt die auch fleißig geguckt. Und genau, gerade bin ich unterwegs mit einem Kumpel, der da hinten rumchillt, mit seiner CBR. Mit der werde ich später nämlich auch noch ein Video aufnehmen. Und genau, ja, heute geht es erstmal ein bisschen um Updates. Was geht bei mir gerade so ab? Wie geht's der Zoe? Wie geht's der Olga? Und so weiter und so fort. Ja, und ich denke, da kann man gleich mal zur Olga kommen. Ja. Die Olga ist nämlich aktuell ein bisschen, sie ist nicht kaputt, aber sie läuft nicht ganz optimal. Wir schrauben jetzt schon seit 2 Wochen an der rum und haben jetzt schon einen neuen Vergaser gekauft und eingestellt und so. Aber das Problem ist immer noch ein bisschen da, die zieht nicht so richtig. Heute haben wir es glücklicherweise so eingestellt, dass sie ziemlich gut läuft, also jetzt ist es in Ordnung. Mal gespannt, was da noch kommt. Also zu der habe ich jetzt gar keine Videos gemacht. Mit der bin ich auch schon ewig nicht mehr gefahren, weil sie halt nicht richtig läuft. Ich hoffe, dass sie jetzt bald mal wieder endlich richtig läuft. Dass ich auch mal wieder ein bisschen Videos mit der Olga machen kann. Die wurden ja gewünscht. Und genau. Boah, ist die geil da. Ist die geil. Ja, so viel zu Olga. Eigentlich gar nicht so viel. Dann die Zoe, ihr seht's. Der Kleber ist ab. Ich habe 48.418 Kilometer aktuell. Das heißt, meine 48.000er Inspektion ist nicht nur fällig, sondern quasi schon ein bisschen überfällig. Ach was, ist es da links gesperrt oder was? Ei, der Witzker. Genau, quasi schon ein bisschen überfällig, also 400 Kilometer. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber heute Abend, also nach dieser kleinen Stadtrunde, die wir heute drehen, deshalb auch nur eine kleine Runde heute, bringe ich sie auf jeden Fall zur Werkstatt, denn die 48er Inspektion ist bei mir die ganz große mit Ventilen und allem drum und dran. Und das mache ich nicht selber. Ich denke, alle 24.000 Kilometer kann man mal einen Fachmann über das Moped drüber gucken lassen. Der kann auch gut angefahren. Ja, und das wird heute bei mir dann passieren. Ich kriege dann auch gleich noch einen TÜV. Und so Kleinigkeiten werden noch von denen repariert. Also TÜV-relevante Sachen dann. Ansonsten 48.000, große Zahl. Sie läuft immer noch wie am ersten Tag. Ich hatte jetzt vor kurzem einmal ein Problemchen mit dir. Oh, Alter, erstmal ein Selfie machen. Ja, man, eine richtige Motorradfahrerin. Ja, hallo. Nee, ich hatte vor kurzem ein Problem mit der SV, dass es sowas gibt. Also das ist richtig krass. Und zwar die alten SVs hatten das einige Male und meine SV ist quasi vom Baujahr die letzte, die diese Probleme hatte. Und zwar manchmal säuft der vordere Zylinder ab nach starkem Regen. Meine SV hat da schon einen Abfluss für oder so ein Ding, dass das Wasser halt weg kann, wenn es stark regnet. Weil das setzt sich am vorderen Zylinder oben, setzt sich das ab und dann zündet die nicht richtig. Und genau, dafür hat es einen Abschluss, damit das nicht passiert. Der war jetzt bei mir ein bisschen zu und dementsprechend ging der vordere Zylinder bei mir nicht. War eine geile Sache, von der Arbeit wieder heimzukommen, also hat nicht so Spaß gemacht. Weil dadurch, dass die Olga nicht lief, musste ich mit der Zoe fahren. Aber es hat geklappt, sobald es warm war, ging dann auch der vordere Zylinder irgendwann wieder. Danach wird dann ein bisschen geguckt, dass das wieder sauber gemacht wird. Weil das ist so ganz blöd zum Hinkommen und naja, alles ein bisschen heikel. Genau. Ansonsten, ja wie gesagt, TÜV kriegt es auch einen neuen. Ich hoffe mal, das klappt ohne Probleme, aber es sollte eigentlich. Also ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen. Und sonst gibt es auch zu Zoe eigentlich nicht viel zu erzählen. Genau, dann die nächste Sache, die gerade ein bisschen, die man erzählen kann. Viele von euch haben es bestimmt schon in meinem Livestream gesehen, wenn ich, im Moment livestream ich ja nicht so oft. Aber bei mir gibt es bald neuen Merch und dann ein bisschen was, wie sagt man das, Normaleres. Steht nirgends dann Slutty drauf und ist dann auch was man einfach so halt über der Kombi anziehen kann. Ich finde es richtig cool. Die Teststücke dazu habe ich schon quasi daheim und bin mit denen auch schon ein bisschen rumgefahren. Ich habe mir extra ein T-Shirt in einer Größe größer gekauft, damit das T-Shirt über die Kombi passt. Und es passt ultra gut. Das sieht mega cool aus.
Ja, mein Link zum Merch-Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Ich glaube, es ist immer der erste Link oder so. Schaut auf jeden Fall mal rein. Der alte Merch bleibt aber genauso bestehen. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass die ersten, ich denke mal 30 Bestellungen oder 50 Bestellungen, muss ich immer noch mit denen quatschen, Sticker kostenlos dazu bekommen. Ihr wisst ja, meine Because Racebike-Sticker hier und Slutty-Sticker. Die kriegen auf jeden Fall dann die ersten kostenlos dazu, zu jeder Bestellung. Ja, aber ein richtiges Merch-Video dann, wenn es wirklich soweit ist, wird kommen. Also, ja, keine Frage. Dann für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, was für ein Merch kommt, er ist ziemlich cool. Er ist wirklich richtig cool. Und, ja, genau, für alle, die es noch nicht wissen, lasst euch überraschen. Das Merch-Video kommt dann, weiß ich, denke, jetzt so in, für euch vielleicht eine Woche oder so. Oder zwei Wochen. Genau, was gibt's sonst zu erzählen? Die trägt erstmal ihren Hund spazieren, Alter. Weißt, der Hund, der hat auch keinen Bock mehr zu laufen. Wird halt getragen, auch geil. Oh Mann. Ach genau, ja, noch was. Oh, die Bullen, fuck. mein Fuß ist eigentlich kaputt, deshalb fahre ich auch nicht mit meiner Lederkombi. Weil ja, der Schuh von der Lederkombi ist ein bisschen unangenehm. Also der große Schuh dann. Und Lederkombi und dazu so Sneaker sind auch ein bisschen gay. Deshalb, ja, mir ist eine Europalette auf der Arbeit auf meinen scheiß großen Zeh geflogen und hat ihn ein bisschen zerstört. Also mittlerweile geht es wieder einigermaßen, aber es ist jetzt vor ein paar Tagen passiert. Ey, am Anfang, das tat so Hölle weh, gell? Mir ist diese Dreckspalette einfach abgerutscht oder ich habe es auf den Boden knallen lassen und stand ein Stück zu nah da dran. Und die ist mir genau vorne auf dem großen Zeh, aber vor den Nagel, exakt vor den Nagel. Ich blende jetzt hier mal kein Bild ein. Ich habe ein Bild gemacht, aber es ist sowas von brutal widerlich. Aber naja, so ist das Leben halt, gell? Ja, dementsprechend konnte ich jetzt das Wochenende auch gar nicht wirklich fahren. Jetzt, wie gesagt, jetzt aktuell oder mittlerweile geht es wieder mit dem Zeh. Und schalten tut mir ja glücklicherweise nicht mit dem Zeh. Ach, wo fahren wir denn Gespur? Ja, dementsprechend habe ich eigentlich nichts mehr groß zu erzählen. Das war alles, was es so an Neuerungen gab. Wir fahren heute jetzt auf jeden Fall ein bisschen durch die City. Ihr kriegt später noch ein Video mit der CBR. Die steht übrigens aktuell zum Verkauf. Ja. Ich packe den Link jetzt schon mal in die Videobeschreibung, wo ihr euch die auf mobile mal angucken könnt. Es gibt aber noch ein separates Video zu der, weil ich will sie nochmal fahren, bevor sie dann wirklich verkauft wird. Und ja, wie gesagt, ihr könnt sie kaufen. Ist eine verdammt geile Maschine. Naja, aber wie gesagt, das Video dazu seht ihr dann später oder beim nächsten Mal oder irgendwann. Und ja, alle Infos sind gesagt. Und ich denke, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!